Hallo, hallo, hier bin ich. Mein Name ist Patricia Denner und ich bin hier, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass alles möglich ist, weil alles in dir entsteht, weil alles in deinen Gedanken und Vorstellungen entsteht, bevor es sich im Außen zeigt. Dieses Video heute bezieht sich darauf, dass wir immer wieder versuchen, die Dinge zu verstehen. Unser logischer, analytischer Verstand möchte wissen, wie es geht. Er möchte genau am allerliebsten wissen, Schritt für Schritt eine Anleitung, wie ich dahin komme, was ich mir wirklich wünsche. Und so sind wir immer damit beschäftigt, im Außen alles zu studieren und zu analysieren. Zum Beispiel, du siehst jemanden, der etwas hat, was du möchtest oder der ein Leben führt, das du gerne führen möchtest. Und die erste Frage, die dir in den Kopf kommt, ist, wie hat er oder sie das gemacht? Was unterscheidet ihn oder sie von mir? Nächste Frage, wo ist er besser, wo ist sie besser? Was muss ich anders machen, als das ich bis jetzt mache, um das zu erreichen? Ja, und diese Fragen führen meistens zu einem Zustand, der uns aussichtslos erscheint. Es ist nicht möglich, weil der andere hat ja die und jene Ausbildung, die und jene Erfahrungen. Der andere hat ja die und jene, wenn es um Internetbusiness geht, die und jene Anzahl an Followern und so weiter und so fort. Der andere, die andere ist ja schon so lange auf dem Markt und so weiter und so fort. Wir finden immer ganz schnell Gründe, warum das, was wir im Außen sehen, nicht für uns gemacht ist, nicht für uns möglich ist, nicht unseres ist. Und dann folgt der nächste Schritt. Ich will es gar nicht haben. Ich möchte gar nicht so sein wie der oder die. Zwar hat der oder die mehr Geld oder so viel Geld, wie ich es mir wünschen würde, oder führt ein Leben, einen Lebensstil, wie ich es mir wünschen würde. Aber für mich kommt es eh nicht in Frage, weil diese Person ist so arrogant, überheblich, alles, was ich mir vorstelle und nicht haben möchte. Kennst du das? Kennst du diese Gedankengänge? Kennst du das in deinem Kopf? Kennst du das? Das haben wir alle. So sind wir gepolt. So sind wir konditioniert. So sehen wir in unserer Ursprungskonditionierung, Programmierung die Welt. Und damit halten wir uns an einem Ort, an einem Platz, in einem Seinszustand, in dem wir immer das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, wir müssen was anders machen, wir müssen noch mehr lernen, wir müssen noch schlauer werden, besser werden, schöner werden, intelligenter werden, was auch immer. Und du merkst, es sind ein Sack voll Bedingungen, die ich hier jetzt gerade beispielsweise aufgezählt habe, sind Voraussetzungen, die wir uns geben. Niemand anders. Wir schauen das Außen an. Wir analysieren aus unserer Perspektive, aus unserer Sichtweise, wie es gehen kann, dass wir einen Wunsch, einen Lebensstil, ein Portemonnaie, ein Bankkonto, eine Beziehung, einen Körper erreichen, den wir uns wünschen. Leute, ich war so lange so unterwegs. Ich bin Marktforscherin. Jahrelang habe ich Marktforschungsstudien konzipiert, durchgeführt, ausgewertet, analysiert, um Zusammenhänge herauszufinden und daraus meine Rückschlüsse zu treffen, was verändert werden muss. Ich habe ISO-Zertifizierungen aufgestellt, zusammengestellt, in großen Unternehmen, die begleitet. Wie muss es gehen? Wie muss es gehen, damit es gut ist und damit es gut bleibt?
Genau aus dieser Richtung komme ich. Ich habe Marktforschung, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe Marketing unterrichtet, doziert, Diplomarbeiten durchgeführt, abgenommen, Prüfungen und so weiter und so fort. Ich kenne diesen ganzen Marktforschungs-, Marketing, Hardcore, dieses ganze Hardcore-Denken in absoluten Bedingungen. Heute weiß ich, dass es so nicht geht. So funktioniert das Leben nicht. Wir kommen so zwar ans Ziel, aber super, super mühsam. Es ist total anstrengend, so viele Bedingungen und Voraussetzungen erfüllen zu müssen, um endlich das zu haben, was ich möchte. Sei es in meinem Unternehmen oder sei es in meinem Leben oder sei es in meiner Beziehung oder sei es in meinem Körper in Bezug auf Schönheit oder Gesundheit. Wir kommen so weiter. Aber es dauert richtig lang und es ist richtig anstrengend. Aber das, was wir wirklich sind und wie unser Universum wirklich funktioniert, das ist ganz einfach. Das ist ganz leicht. Nur unser Kopf, unser Denken, unsere ganze Analytik, die ist auf kompliziert ausgelegt. Und es ist aber nicht so. Es ist einfach, weil es für uns gemacht wird. Unser Bewusstsein, unsere bewusste Vorstellung, unsere konsequente, klare, wissende, bewusste Vorstellung manifestiert sich im Außen. Immer. Das ist kein Versuchen oder Ausprobieren. Es geschieht. Ob du willst oder nicht, es geschieht so. Und worauf es jetzt ankommt, ist, dass du das für dich annimmst, anerkennst, dein wahres Wesen anerkennst, dich aus dieser materiellen Ansichtssache in eine energetische Ansichtssache begibst, sprich Quantenphysik, sprich Spiritualität, wobei Spiritualität nichts anderes ist als Spirit, Geist und Geist ist Energie. Und da sind wir wieder bei der Quantenphysik. Und hier geht es darum, dass du für dich ein Weltbild bekommst, das für dich so klar ist wie Kloßbrühe, an dem du nie wieder zweifelst, weil du weißt, wer du wirklich bist und wie du funktionierst auf dieser Erde, in diesem Leben. Dazu musst du alles andere, was du bis jetzt geglaubt hast, was dich einschränkt, was dich unterdrückt, was dich hemmt, was dir Angst macht, was dir suggeriert, dass es ein Außen außerhalb von dir gibt, das Einfluss auf dich hat, das dich bewertet, beurteilt oder irgend in eine Schublade stecken will, kritisieren will oder nicht gut genug findet. Dieses Weltbild gilt es abzulegen. Und ich kann dir genügend Gründe geben, warum dieses Weltbild falsch und verlogen ist und welches Weltbild wahr und richtig ist. Und das wünsche ich mir für dich, weil es ist einfach, alles zu manifestieren, von jetzt auf nachher, von diesem Moment zum nächsten Moment, alles zu verändern. Nur du musst bereit sein, diesen alten Kram loszulassen, diese alten, engen, unfreien Überzeugungen, die dir von allen Ecken und Enden suggeriert werden und auf dein Unterbewusstes, mit deinem Unterbewussten in Resonanz gehen, weil in deinem Unterbewussten oder respektive in deinem, eigentlich ist es nicht unterbewusst, sondern es kann ganz leicht dir bewusst werden, wie du funktionierst, weil du hast den Mechanismus, dass das Außen dir zeigt, wie du im Innen funktionierst. Es ist alles da, es ist alles ready. Das Buffet ist angerichtet. Nur du musst einen Weg für dich finden, der dir erlaubt, von diesem Buffet die Dinge zu nehmen, die du möchtest. Und da genau darum geht es in meinem Divine Business Programm, was 3 Monate lang unterstützt als VIP, als Very Important Person, die du wirklich bist,
als die du leben darfst. Und du wirst von mir unterstützt, tagtäglich die Dinge zu manifestieren und zu kreieren, die du dir wirklich wünschst, und nicht dieses Zeug, das du schon kennst und das du schon immer manifestiert hast. Dazu geht es ganz tief in eine tiefe Veränderung deiner Überzeugungen über dich, über die Welt, wie die Welt funktioniert, über dein Weltbild, über dein Businessbild, über dein Business, über dich in deinem Business, über dich in Beziehung zu deinen Kunden, wer überhaupt deine Kunden sind. Und eins kann ich dir hier jetzt schon verraten an dieser Stelle: Du musst nicht wissen, wer deine Kunden sind. Du entscheidest, wer deine Kunden sind. Du entscheidest das. Du musst nicht die Sprache deiner Kunden lernen. Du musst nicht dich auf etwas im Außen einstellen und das bedienen, weil du das Außen ja kreierst. Das ist ganz, ganz anders in Wahrheit. Und es wird leicht, wenn du das für dich akzeptierst. Dein Business wird leicht, weil du es kreierst. Du kreierst jeden einzelnen Kunden. Du kreierst die Beziehung zu deinen Kunden. Du kreierst die Rückmeldung deiner Kunden. Du kreierst jede einzelne Feinheit in deinem Leben so nach dieser Art und Weise, wie du es haben möchtest. Und ich möchte dir helfen, dich in diesen Seinszustand, in diese Persönlichkeit hineinzubegeben. Weil diese Persönlichkeit existiert schon, es ist alles schon existent, es gibt alles. Nur musst du es für dich in deinem Lebensraum, in deiner Realität aktivieren, für dich als wahr machen. Da brauchst du keine Codes, die irgendjemand anders für dich aktivieren muss. Du aktivierst, was für dich wahr ist. Weil es ist alles da, es kann alles für dich wahr sein. Nur du entscheidest, was du für dich in deine Wahrheit bringst, also für dich aktivierst. Niemand muss dir Codes geben oder sonst irgendwelche Permission Slips, Erlaubnisgeber. Du allein tust alles. Und ich bin hier, um dir beizubringen, wie du es tust. Ich bin hier, um dir beizubringen, wer du wirklich bist und dass du alleine aus dir heraus alles tust und machst und machen kannst und sowieso schon tust, aber jetzt lernst du es so zu tun, wie du es haben möchtest. Und dir das zu erlauben, alles zu wollen, weil ja alles schon da ist. Warum solltest du es nicht wollen? Wenn das mit dir resoniert, buche jetzt. Denn Divine Business ist jetzt zu einem Vorteilspreis zu haben bis zum 20. Mai. Und dann wird es teurer und teurer. Wir starten am 1. Juni. Komm in Divine Business, wenn dich das anspricht, wenn du schon ein Business hast, wenn du weißt, dass da mehr drin liegt, leichter mehr drin liegt und das alles ja schon auf der Straße liegt. Hol es dir, erlaube es dir, komm zu mir. Ich liebe manchmal, wenn sich Reime ergeben. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, melde dich bei mir, schau auf meine Homepage mywellfeeling.com und zögere nicht, weil ich schwöre dir, ich verspreche dir, ich kreiere mein Business so, dass diese Preise steigen, weil es ist alles wert, ich bin es wert, mein Coaching ist es wert, meine Unterstützung ist noch so viel mehr wert und ich wachse und mit meinem Wachsen wachsen meine Preise und wenn du mit mir wächst, wächst deine Welt genauso. Also komm rein. Steig ein, reise mit. Bye, bye.